So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Weiß. Im letzten Part haben wir die letzte Route gemacht und Burner hat sich zu einem Raumauto weiterentwickelt. Oh yeah. Und neben dem, was ich gerade erzählt habe, dürfte ich jetzt gerade eben auch nochmal, weil irgendwie der Save Set nicht gespeichert werden wollte, dürfte ich die ganze Geschichte nochmal nachspielen. Deswegen könnte es sein, dass sich die Level hier, ein bisschen unterscheiden. Warte, ich muss kurz am Ohr kratzen. So. Also beim letzten Mal, ich glaube Burner war das letzte Mal nicht auf Level 60 und er hat beim Level Up auf Level 60 die Hitzewelle gelernt, was ziemlich cool ist. Die kommt jetzt auch natürlich nach oben. Der Falterreigen dahin. So. Ja, so will ich es lassen. Gut. Den Petal muss ich gleich wieder abnehmen. Ja, ich habe dem noch nicht das Draht hingegeben. Ja, ich bin gerade wenig mal fort gewesen und dachte mir so, fuck. Wo ist mein Safe State? Und naja, er war nicht mehr da. Das war nicht so toll, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Aber das Lustige war, ich habe innerhalb von 5 Minuten das geschafft, was wir beim letzten Mal in einer halben Stunde geschafft haben. Das muss schon was heißen. Ich meine, dass wir so langsam vorankommen. Okay, natürlich, beim letzten Mal habe ich euch noch ein paar Kleinigkeiten gezeigt und sowas. Und ja, ich sage ja gar nichts mehr. Ich jetzt einfach mal weiter. So. Boah. Das war jetzt gerade so ein bisschen... Hopp, 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 einmal schnell durch und njom. Und ja, jetzt sind wir auf Route 14. Ja, wir laufen ja die Route rückwärts ab, wie wir gemerkt haben. Route 14, Route 14. Und hier ist ein Trainer. Und, ja. Ich bin nicht gerade, wie wir einsetzen können. Ich denke, ich pack mal Koopa nach vorne, weil Koopa war ewig nicht mehr dran. Abgesehen von einem kleinen Auftritt, wo er fast verreckt ist, gerade eben, als ich gezockt habe. Also, als ich das nachgespielt habe. Was im letzten Part passiert ist, was, ja, wie gesagt, ging schnell. Weißt du denn, warum Pokémon und Trainer zusammengehören? Natürlich! Ja. Sie wollen zusammen kämpfen, nicht gegeneinander. Das wäre Bullshit. Wilhelmine. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel. Wilhelm ist so ein Name, wo ich keine weibliche Form bilden würde. Es klingt einfach nicht so schön. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht so gut. Ich weiß ja nicht, wie es... Oh nein. Angeberei. Aua. Es klingt einfach nicht so schön. Muss ich ganz klar sagen. Und ich hau mir erstmal selber ins Gesicht. Dankeschön. Das bin ich total... Das hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Okay, lassen wir's. Gut, dann haben wir mal dich nach vorne. Ja, es hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Eigentlich hätte ich so ein paar Sachen vorbereitet, über die wir voll quatschen können, während ich hier die Routen rocke quasi. Aber nein! Das muss ja irgendwie zerstört werden. Wow. Das war, stark. Wow. Wow. Wow, what the fuck? Was war das bitte gerade eben? Also, ich habe selten so einen starken Bodyslam gesehen. Ich kann Schnurrgras außerdem nicht leiden. Keine Ahnung, ich finde das einfach nur vollkommen hässlich, dieses Mistviech. Und, allein dafür hast du jetzt ein Kreuz oder verdient. Schmerzen. Wie viel ziehst du daran denn? Hörst du mal auf zu Volltreffern, du Mistviech! Alter, crittet das hier ein Pokémon nach dem anderen um. Und hat selber eine Bombenverteidigung. Ja, herzlichen Dank auch. Beutel! Ein Hyperdrag bitte! Heilige Axt. Haben wir beim letzten Part einkaufen? Ich hoffe mal nein, weil ich habe nicht eingekauft. Ich habe auch nicht darauf geachtet, ob wir irgendwie noch irgendwas brauchen zum Einkaufen. Aber okay. Wehe, du crittest mich schon wieder. Dankeschön. Ich meine, 3 Crits hintereinander wären schon so ein bisschen Overkill. Das darf man dann doch schon zugeben und... Ja. Irgendwie zu krass. Ein Wunder, dass er nicht gecrittet und dann paralysiert hat. Also gleichzeitig oder nacheinander, mir egal. Jetzt habe ich einen Volltreffer gemacht. Aber das war ein unnecessary Crit. Dankeschön. Psyana. Psyana ist ein cooles Pokémon. Das habe ich mir sogar überlegt, ob ich mir das züchten möchte. Jetzt zeigt mir Burner, was er mit seinem Silberhauch so kann. Allerdings, gezüchtet habe ich mir bisher nur. Ja, nur ist jetzt eigentlich schon untertrieben. Es war auch schon relativ anstrengend eigentlich. Und ein Blitzer namens Flash. Keine Ahnung, hätte irgendwie... Ja, dafür, dass es sehr effektiv ist, hätte es auch ein bisschen mehr... Wow, voller Boost. Stimmt, das war ja noch ein Nebeneffekt. Der kann ja eintreten. Ah, sehr. Nee, lieber nicht. Silberhauch ist ein bisschen wenig AP. Ich hätte gerne das Käfer gebrummt. Das ist mir dann doch ein bisschen stärker, also...
Lapras. Nein. Nein, 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 das tue ich mir nicht an. Ranel! Ja, ob du es mit einem Schlag down kriegst. Also wir haben eigentlich alles durch die Bank, was irgendwie stark gegen Wasser-Pokémon ist. Und Pflanzen-Pokémon und Elektro-Pokémon. Das ist einmal quer durch die Bank. Ich habe nie was anderes behauptet. Je. Ich habe immer so das Gefühl, dass Cheetah und Kuba so ein bisschen zu kurz kommen bei der ganzen Geschichte. Eigentlich schon doof. Oh Gott, wenn ich das sehe. Gott. Tschüss, Ranel? Fragezeichen? Ja, tschüss. Box mal schnell Leo. Alles klar. Die sind aber auch extrem hoch vom Level. Burner ist der Einzige, der so ein bisschen mithalten kann. Und langsam wird es mir echt ein bisschen doof hier. Koopa! Ob das clever war, das entscheide ich gleich. Hausbruch! Aha! Und bam! Und wir haben uns geboostet. Beziehungsweise erstmal fällt unsere Verteidigung natürlich, ja. Und dann kommt der Boost. Und zwar, ich finde es immer so krass, was das boostet, die Attacke. Ich finde die Attacke voll geil. Voll geil! Und so, ja. Bah, ja. Ich bin auch so ein bisschen neben der Rolle. Warum? Wir haben in letzter Zeit, in meinen Augen, so viele Klausuren geschrieben. Okay, es waren nur 4. Trotzdem. Und ich habe auch heute gar nichts geschrieben eigentlich, aber ich bin heute irgendwie voll neben der Rolle, weil ich gestern nicht genug Schlaf bekommen habe. Yay! Okay. Na, ich trinke nebenbei, deswegen geht es gerade nicht voran, nur so zur Info. Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr irgendwie... Oh, doch. Wenn du ein Ordoch bist, gibt's ordentlich EP. Kann der jetzt eigentlich... Oh, ne, Molga. Oh Gott, nein. Nicht Koopa. Bist du wirklich Koopa oder bist du... Cheetah, jetzt muss ich selber nachgucken. Ne, ist tatsächlich Koopa und nein. Oder komm, wir nieten uns einfach um, dann das geht schneller, glaube ich, als wenn ich jetzt hier auf gut Glück irgendwie versuchen würde zu fliehen. Das würde eh nicht funktionieren. Ne, kennt ihr das, wenn ihr nicht so vornehmt, so, ja... Heute gehe ich mal um 10 Uhr ins Bett. Das nehme ich mir eigentlich fast täglich vor, während der Schulzeit. Und dann, dann kommt auch irgendwas dazwischen am PC, ne? Dann ist dieses, oh mein Gott, das sieht ja noch spannend aus. Ja. Ich glaube, ich sollte mein Team ein bisschen heilen. Das sieht ein bisschen K.O. aus. Und ja, und dann wird's doch irgendwie so. In meinem Fall 11:30, 12:00. Und da ich mir gestern einfach mal irgendwie spontan dachte, vor allem ist es dann so, du liegst dann irgendwie im Bett. Was ist denn, mache ich toll, dann meistens so irgendwie so ein Let's Play Part von irgendwem anderen noch an. Ja, ich schaue mir nicht meine eigenen Let's Plays an, das käme mir dann etwas zu narzisstisch rüber. Zu selbstverliebt, nee, nicht meins. Aber ich schaue dann immer noch so ein Part vom Pennen gehen. Und dann liegst du da. Ja, eigentlich könntest du jetzt so, das war jetzt vor allem gestern so. Eigentlich könntest du jetzt auch ein Part schauen, ne, das ist ja... Hast ja morgen nichts mehr vor, zumindest was ihr seid in dem Fall gestern so. Weil, wie gesagt, Klausuren sind alle geschrieben und ich hätte gerne einen Schutz wieder. Da. Und ja, dann lagst du da und dann ging das Ganze doch noch bis 12:30 und da kann ich nicht lang. Und das ist ein Pokémon und ich habe einen Schutz drin. Welches Level bist du? 59! Holy moly! Zu schnell. Zu hoch. Nicht zu schnell. Warum zu schnell? Warum habe ich gesagt zu schnell? Probieren wir mal. Nein. Ich kann tatsächlich. Komm. Ach komm, jetzt wird's anhand. Jetzt wird das ernsthaft anhand von Koopa berechnet. Seriously. Au, das war zu stark. Würdest du hochgehen? Dankeschön. Habe ich jetzt. Nee, Hausbruch habe ich gar nicht einsetzen können. Ach komm! Das ärgert mich jetzt gerade wieder. Das finde ich scheiße. Mischu ist außerdem ein ziemlich starkes Pokémon. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Viech. Ich glaube auch, dass es hier nicht so häufig auftaucht. Gut. Pummeluff, würdest du sterben oder so? Nein, natürlich nicht. Schmerzen. Na klasse, das kann lustig werden. Er setzt ziemlich sicher auf mich ein, also auf Loch ein, da gehe ich lieber mal auf Einrolltaktik. Boosten und so.
Das zögert immer so leicht lange heraus, aber ich habe keinen Bock auszuwechseln, weil das genauso lange dauert. Mann! Aha, einrollen hat funktioniert. So, du stirbst. Pummeluff und Mishu. Natürlich, Mishu, 1 KP. Es war doch irgendwie zu erwarten, ne? Aber Level Up. Also hat sich's wenigstens minimal gelohnt, sagen wir es mal so. Ach ja, was das für einen Unterschied machen kann, wenn man die Textboxen mal nicht liest, beziehungsweise wenn man einfach mal durchrennt oder beides sogar noch. Wie gesagt, halbe Stunde, 5 Minuten? Ist schon gut möglich. Was willst du eigentlich von mir? Gib mir irgendwie KP. Und ja, stirb am besten. Das ist das Wichtigste. Hauptsache, du bist weg. Das war jetzt schon fast zu anstrengend eigentlich, dafür, dass es wilde Pokémon waren. Ich will doch nur hier raus! Jetzt habe ich ja noch Koopa. Darf ich die Hoffnung verlieren? Also die Hoffnung in die Welt und in die Menschheit und in alles Mögliche. Ich finde das nicht fair. Immer muss ich in irgendwelche scheiß Pokémon-Kämpfe reinrennen, dass ich nicht fliehen kann. Au. Schmerzhaft. Nein. Danke. Gut, bevor ich jetzt einen weiteren Schritt mache. Erstmal heilen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Und dann wird Burner davon gepackt, da kommen wenigstens keine wilden Pokémon. Man merkt, ich bin deswegen jetzt schon ein bisschen gereizt. Das ist nämlich echt extrem nervig. Und extrem ist noch teilweise untertrieben. Ich finde es behindert einfach das Vorankommen. Wir wären schon viel weiter, wenn ich jetzt hier nicht zweimal von diesen Mistdingern angefallen worden wäre. So, jetzt kann ich hier ein anderes Pokémon vortun. Aber ich will kein anderes Pokémon vortun. Burner bleibt jetzt vorne. Basta. Und mein Munchkal rennt falsch in der Gegend rum. Gut, du bist der 9. Trainer, den ich begrüße. Lass uns kämpfen. Ich will aber Nummer 100 sein. Ich komme später wieder. Backpackerin Famke. Diese Namen. Aber ich sag jetzt einfach mal nichts mehr dazu. Genau, natürlich. Jetzt wäre es natürlich gut gewesen, wenn ich Koopa vorhin gehabt hätte. Aber wer kann denn mit denen rechnen? Mann! Das Spiel regt mich gerade so ein bisschen auf. Also nicht im Sinne von, ich will es gleich an die Wand klatschen, sondern so ein bisschen so. Versteht ihr, was ich meine? Irgendwie so ein bisschen abgedreht, crazy, bis man danach drauf, wenn man das so ein bisschen gemacht hat. Ich habe außerdem heute festgestellt, was das. Der Gegenstand ist, den ich am meisten verbrauche, also der bei mir am meisten verschleißt gerät. Also der, wie kann man es am besten ausdrücken, der bei mir bestmöglichste Verschleißgegenstand. Also wenn man bei mir ein Gegenstand sein möchte, der schnell wieder rausfliegt, weil er kaputt geht, dann wäre das bei mir ein Kopfhörer. Weil meine Kopfhörer immer das Bedürfnis haben, nach kürzester Zeit irgendwie den Geist aufzugeben. Ich weiß nicht warum. Wenn ich es wüsste, wird das ein Flugtrainer. Dann lasse ich jetzt mal Koopa vor, in der Hoffnung, dass das wirklich funktioniert. Fast. So. Keine Ahnung, Kopfhörer haben bei mir die kürzeste Lebensdauer von allen Gegenständen, die ich besitze. Alle meine anderen Sachen, also vor allem sowas wie Konsolen, also meine. Alle meine Konsolen funktionieren noch. Einwandfrei. Selbst mein alter Game Boy Color von. Überlegen. 2000. Oder 2001? 2001, glaube ich. Selbst der funktioniert noch einwandfrei. Hat so ein paar Katzen auf dem Bildschirm, weil der halt. Warum habe ich dich als Flug-Pokémon-Trainer bezitelt? Du bist ein Kampf-Pokémon-Trainer, ich Vollidiot. So viel zur Hoffnung in mich selber. Gut. Hätten wir das auch mal geklärt. Granel, los. Genau. Jetzt weiß ich wieder, wo ich stehen geblieben war. Konsolen. Ja, Game Boy Color. Ist da ein bisschen mit Leidenschaft gezogen worden. Funktioniert aber noch einwandfrei. Aber sowas wie Kopfhörer, es geht gar nicht. Mein Handy funktioniert außerdem auch schon seit knapp 3 Jahren. Möchte ich mal kurz bemerkt haben. Mein Laptop funktioniert auch einwandfrei, nachdem halt einmal die Festplatte im Arsch war, aber da kann ich ja nichts für. Und wetten wir, dass du schneller bist als ich und mich deswegen jetzt umhaust? Wenn ja, dann leck mich. Leck mich! Nö. Ich streike jetzt. Ich finde sowieso diesen Levelsprung, habe ich glaube ich schon mal gesagt, viel zu extrem. Von paar 50 auf 64. Sogar die wilden Pokémon sind stärker als meine. Jetzt wollte ich irgendwas sagen. Jetzt bin ich wieder rausgekommen. Dankeschön. Du bist Vieh. Mist, Vieh. Rasaf. Dings. Bumsels. Keine Ahnung.
jetzt muss ich kurz Gedanken sammeln, Moment. Genau, Konsolen. Schon wieder. Wieder aufs Thema zurückgefunden, das gerade eben schon mal verloren gegangen ist, was ich jetzt wieder gefunden habe und Verwirrung. Genau. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Irgendwie alles fällt bei mir durchgehend an. Also, ich habe eigentlich nichts, was irgendwie vorzeitig kaputt gegangen ist. Abgesehen von Kopfhörern. Also diese, nicht die auf Kopfhörer, die ich gerade aufhabe, also diese fetten Dinger, die man irgendwie, mit denen man jemanden erschlagen könnte quasi. Sondern, oh Gott, ein Eurocax. Nein. Nein. Burner. Sondern diese In-Ear-Kopfhörer, also diese Earphones heißen die, glaube ich, oder irgendwie so. Ich bin mit diesen englischen Begriffen nicht so, hab mich damit nicht so sehr auseinandergesetzt. Wie auch immer, das ist das, was bei mir einfach überhaupt nicht hält. Ich pack die halt immer in die Tasche, schleppe die immer mit mir rum. Das Lustige ist, es geht... Oh nein! Und was hast du gerade eingesetzt, du? Der Trainer zerpflückt mich gerade. Das finde ich nicht lustig. Wow. Er hat gerade mal meinen Ramot gekillt. Dankeschön. Du mich auch. Arsch. Schaufler. Die Kopfhörer, die ich immer in meiner Hosentasche mit mir rumtrage, die geht immer sofort kaputt. Und wie gesagt, auch nicht irgendwie beide Seiten gleichzeitig. Nein, es geht dann immer erst eine Seite kaputt. Und ja, das ist immer das Problem. So, ja, ist es da. Eine Seite funktioniert nicht mehr. Und ich bin so, yay, gerade hat es doch funktioniert. Was war das gerade? Stärke? Nein. Der Schlag. Wuchtschlag. Wenn ich das wüsste, wäre ich viel mal schlauer. Nein, du wechselst jetzt ganz schnell aus. Ist wieder eine Kampfattacke gekommen, Lauch. Oh, nee, du wirst eh drauf gehen. Herzlichen Dank auch, Miss Eurocax. Ich glaube, ich muss offscreen mal ein bisschen leveln. Ach, Kraxler war das. Anscheinend. Du gehst nicht drauf, das finde ich schön. Ich werde offscreen demnächst mal, also bis zum nächsten Part, hoffe ich mal, ein bisschen leveln, weil das geht echt so nicht weiter. Wir sind hier ja fast nur durchgehend am Verlieren. Fassade, leck mich mit deiner scheiß Fassade. Solange du nicht irgendwie vergiftet bist oder so, macht mir das überhaupt nichts aus. So. Gigasauger. Kein Bock mehr. An der Stelle kann ich euch ja mal fragen, habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps bei Kopfhörern oder sowas? Also wie gesagt, ich benutze die ja relativ häufig, also wenn ich auf einem iPod irgendwie YouTube gucke oder so. Am PC benutze ich ja nicht immer die fetten Dinger hier. Im Normalfall. Aber wenn ich dann irgendwie mit dem iPod ist mir das einfach zu blöd. Nein, du kommst mir nicht mit dem scheiß Powerpunch, ganz ehrlich. Stirb einfach. Kann das sein, dass der vorher Power... Nee, ich hab ja Silber auch eingesetzt, der kann mich nicht gepowerpuncht haben. Ich werde wahrscheinlich niemals erfahren, was genau los war. Wie gesagt, dann ist es mir einfach zu doof, vor allem auch in der Schule irgendwie mit solchen Dingern rumzulaufen. Ne? Deswegen habe ich ja diese Kopfhörer dabei in der Hosentasche, aber die haben immer Kabelbrüche und sowas. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass man das verhindern kann? Abgesehen von irgendeiner Box mit in die Tasche packen, die dann irgendwie immer sehr falsch aussieht und noch ein Quappo. Ah! Nee, du stirbst jetzt einfach. Ganz ehrlich, ich krieg gerade die Krätze bei dem Trainer. Unglaublich nervig. Ziemlich anstrengend. Oh Gott. Wuchtschlag, Schmerzen. Wahrscheinlich bin ich jetzt verwirrt, weil... Ja. Weil Prinzip, oder hat Wuchtschlag sogar eine 100% Verwirrschuss? Das weiß ich gerade gar nicht. Abgesehen davon, dass bis auf Lauch jeder hier eine Schwäche gegen Kampfattacken hat, ist das natürlich eine super Voraussetzung. Dankeschön! Danke! Gott! Herrgott! Dankeschön! Gott, wie kann man so lange an diesem einen Kampf hängen? Ja, okay, man muss auch sagen, was ich vorhin gekämpft habe, fällt mir gerade ein, habe ich einen Speed drin gehabt, also einen Frame-Skip, damit das schneller geht. Ansonsten hätte ich wieder ewig dran gesessen. Boah! Anstrengend. So, wieder mal Full Heal für mein ganzes Team. Yay! Mache ich irgendwas falsch? Übersehe ich irgendwas? Irgendeine gute Trainingsmöglichkeit, die ich jetzt einfach voll übersehen habe? Also, ich habe eigentlich nichts verpasst, hoffe ich mal. So. Und wir gehen langsam die Hypertränke aus. Das finde ich weniger toll.
Geschwindigkeit bei den Balken. Ja, okay, in Hard Gold und Silver war es noch ein bisschen schlimmer mit den Balken. Die haben sich da ja wirklich nur in Zeitlupe bewegt. Das ist ja auf Schwarz-Weiß hin sogar noch verbessert worden. Also. So. Ich pack Burner wieder nach vorne. Das wird mir gerade hier zu blöd. Wie gesagt, ich werde jetzt dann gucken, dass ich nach dem Part ein bisschen Ausgrün trainiere. Vielleicht, dass alle so Level 60 sind oder so, dass wir wenigstens ein bisschen mithalten können mit den gegnerischen Pokémon. Und solange werde ich jetzt einfach bei... nicht bei Burner bleiben, denn du hast hier einen klaren Nachteil. Ich gehe nochmal auf Ranel. So. Hi. Ein neuer Angelmeister ist unschlagbar, wenn es um Timing geht. Hm, ja, okay, klar. Ich komme regelmäßig 5 Minuten zu spät, seht ihr das auch als Timing? Könnt ihr mal Yoshi fragen, das ist tatsächlich so. Ich komme immer 5 Minuten zu spät. Ich weiß auch nicht warum. Macht das Spiel das eigentlich mit Absicht? Also ich meine mich so extrem trollen. Ganz ehrlich, es kommt mir wirklich so vor. Ich setze einmal ein Elektro-Pokémon ein. Und was ist natürlich das Erste? Es kommt ein Boden-Pokémon. Bei einem Wassertrainer. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wasser-Boden-Pokémon kommt, ist sehr gering. Es gibt, glaube ich, nur 1, 2, 3. Wir fallen einfach an die 3 Wasser-Boden-Pokémon ein. Es gibt, glaube ich, noch 4 Wasser-Boden-Pokémon. Also, Evolutionsreihen. Schmerbe, Welser, Hydropi, nicht Morabel. Weiß ich gerade nicht, ist Morabel schon Boden? Ich glaube ja. Und Sumpex, also Morabel Sumpex. Mir fällt so noch eins ein, Gastrodon Chalelos. Also andersrum eigentlich, aber okay. Dann fallen mir 5 ein, dann Schallquap. Die Weiterentwicklung von Schallquap, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Vibrava war es nicht. Da muss ich gleich mal nachgucken, wie das heißt. Ich habe gerade total den Namen vergessen. Passiert mir ja selten. Und Branawatz als letzte Entwicklung. Und, jetzt ist mir gerade ein Pokémon gefallen. Ah, genau. Philly und Morlord. Das sind die 5 Wasserboden-Pokémon, die mir auf Anhieb einfallen. Wahrscheinlich gibt es noch 2 oder 3 mehr. Einfach, weil ich aus Prinzip immer irgendwas vergesse. Nein. Da greife ich speziell an. Wobei, ich weiß nicht, ob du sogar speziell überleben würdest. Ich weiß, du hast eine schlechte Def. Aber ob du eine schlechte Spezialdef hast, wir werden sehen. Ja, hast du auch. Gut. Und ich bin wieder voll geheilt. Und ich habe keinen Schaden durch Rauhaut genommen, das finde ich schön. Krebscore. Wir wechseln mal. Muss ja nicht laut die ganze Arbeit machen. Da kommt Ranel wenigstens noch ein bisschen zum Einsatz. Dem ich ihn ja nicht einsetzen wollte, aber es ja dann noch nichts geworden ist. Also wie gesagt, es gibt 5 Pokémon-Entwicklungsreihen, die Wasserboden sind, die mir einfallen. Das sind sicher noch eine mehr oder so. Und er hat genau, das erste Pokémon ist genau eins von diesen 5. Und wie viele Wasser-Pokémon gibt es von, abgesehen von, also wie viele Wasserentwicklungsreihen? Ich würde sagen mindestens 20. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, oder mehr, oder? Wenn wir haben über 700 Pokémon. Okay, 5. Gen. Wir haben über 600 Pokémon. Und wie wahrscheinlich ist es dann, wenn dann von diesen 600 Pokémon, wie viel würden davon Wasser-Pokémon sein? Etwa, wie viele Typen haben wir? Wir haben 17 Typen bis zu der Gen. Undula, ui. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Nö. Das ist nur zu Deko da. Wir haben 17 Typen. Das heißt, durch 17 quasi. Dankeschön. 600 durch 17. 600 lässt sich schlecht durch 17 teilen, muss ich sagen. Das muss ich mal überlegen. Was lässt sich denn gut durch 17 teilen? Nicht viel. Ich hab jetzt keinen Bock, so viel zu rechnen. Wir sind dann in etwa 5. Ja, etwa 5 aus jeder Generation. Also, alle 100 Pokémon sind etwa 5 Stück Wasser-Pokémon. Etwa. Ein bisschen weniger. Das heißt, wir haben etwa 600. Da passt dann gleicht sich das auch wieder aus, weil ich da vorher ein bisschen mehr genommen habe. Wir haben 6 mal 5, das sind 30. 6 mal 5. Du, 30 Wasser-Pokémon? Kann das sein? Das wäre wenig. Das wäre sehr wenig. Es gibt ja noch Doppeltypen. Sagen wir, ich denke mal, 50 wird es schon geben. 50 Wasser-Pokémon. Wenn es von diesen 50 Wasser-Pokémon die paar Wasserboden sind, ich sollte aufhören, im Kreis zu rennen. Das ist nämlich kontraproduktiv. Ich gehe einfach weiter. Wir können uns ja später hier in der Stadt umschauen. ich kann Tränke kaufen. Das könnte ich gerade machen.
Ja. Wären schon... Es ist doch wahrscheinlicher, als ich gedacht habe. Krass. Ich dachte, das wäre nicht so wahrscheinlich. Es ist etwa 10%. Wahrscheinlichkeit 5 bis 10%. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Nachher ein wenig überlegen. Mir vor Augen führen, wie wenig Wasser-Pokémon es eigentlich gibt. Krass. Bin ich niemals drauf gekommen. Komm, geben wir noch 10 davon. Ja. Das hat mich jetzt... Ich bin gerade total verwirrt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist das Cleverste, was mir gerade eingefallen ist, so spontan. Ja. Machen wir uns auf die nächste Route. Da kommen wir vielleicht noch ein bisschen voran. In diesen letzten 5 Minuten. Wenn jetzt nicht wieder irgendein Trainer kommt, der meint, ey, ich bin viel zu overpowered für dich. Habe ich irgendein Pokémon vorne, das gute Chancen hat? Du bist eine Dame, ne? Also eine Veteranin. Oder eine Dame. Eins von beidem. Ich pack mal Burner nach vorne. So. Hi. Was sagst denn du? Ja, was für ein stolzer Trainer. Dann zeige ich dir mal meine Pokémon, auf die ich so... auf die bin ich nämlich auch sehr stolz. Das war eine komische Stimme für eine alte Frau. Aber okay. Alte Frauen haben manchmal alte, komische Stimmen. Sie purze. Hi. Warum kommen die mir jetzt eigentlich mit diesen ganzen unterentwickelten Pokémon? Und drüben fängt der mit Altaria an. Seht ihr diese Unlogik dahinter? Ach Gott, nein. Die ersten Routen, also die ganz außen, also die von Rayono City in dem Fall abgeht. Ich weiß nicht, wie es bei Tundrake City ist. Da sind die extrem starken Pokémon, also die extrem nervigen Pokémon. Altaria zum Beispiel. Mit Watteschild. Ah! Und dann kommt man weiter und genau in der Mitte, genau mitten in dem Gebiet, in dem neuen Gebiet, wo eigentlich die stärksten sein müssten, sind dann die schwächsten Pokémon. Und ich sitze da und denke mir, warum? Warum ist das so? Das ergibt keinen Sinn, in meinen Augen. Mein Handywecker klingelt, das ist natürlich super, das merke ich auch erst jetzt. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Moment! So. Ja. Da hat mein Handywecker doch mal gerade geklingelt. Ups. Ja, ich habe nämlich noch... Ich habe nämlich noch einen Termin. Jetzt gleich. Und da hinten meinte jetzt mein Handywecker, müsste mal klingeln. Und wie gesagt, ich habe sie mir gestellt, damit ich es nicht vergesse. Und ja. Das sollte sich eigentlich nahezu von selber erklären. Eine Hitzewelle und weg. Ich finde es lustig, dass die Animation von Silberhoch und Hitzewelle sehr ähnlich sind, dass sie ja beiden Angriffsattacken sind, die Burner hat und Level 61 für Burner. Yes! Cool. So, Dame wurde besiegt. Schockierend. Nee, ich habe kein elektrisches Pokémon eingesetzt. Da musst du dich täuschen! Aber Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Ich werde jetzt Offscreen-Runde trainieren, nachdem ich da war, wo ich hin muss. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Pokémon Weiß. Bis dahin und ciao.